Herr Blum, Sie sind Künstler in Olfen schon seit vielen Jahren und Sie haben in dem Zusammenhang auch viel mit Kindern zusammengearbeitet, die ja im Moment größtenteils zu Hause sitzen und die Eltern nicht so richtig wissen, was sie mit ihnen machen sollen. Bisschen Langeweile kommt oft auf. Ist Malen ein gutes Mittel? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also meine Tochter zum Beispiel, ja, die muss ja jetzt auch nicht zur Schule, die malt also auch zu Hause. Ne? Die hat sich jetzt von mir eine große Leinwand geholt. Und sagt, Papa, ich möchte gerne jetzt ein Bild malen. Ne? So, ja klar, das ist auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung. Ne? Ja. Und es muss auch nicht immer eine große Leinwand sein, oder? Nein, man kann eben auf kleinen Flächen arbeiten. Ja, ich habe also mit Kindern auch schon auf sehr kleinen Flächen, so 10×10, ich kann Ihnen das zeigen, ne? Zum Beispiel auf so kleinen Maltafeln gemalt. Mhm. Und da hält sich so ein Kind teilweise 20 Minuten mit auf. Ja? Das ist also eine ganz tolle Sache. Sie suchen sich einfach ein Motiv aus, die Kinder, und dann sind die auch ganz bei sich. Ja. Jetzt haben nicht alle Eltern gerade Anleitung zu Hause oder einen Künstler da, der sowas zeigen kann. Haben Sie vielleicht einen kleinen Tipp, was man mit Kindern so... Ja, man könnte ja viele Kleinigkeiten malen. Ne? Die einen Kinder malen gerne Figuren oder Ähnliches. Ich habe zum Beispiel mit den Kindern meist irgendwelche Herzmotive gemalt, ja, weil das eben auch so mein Thema viele Jahre war. Jetzt im Moment beschäftige ich mich weniger damit, aber sowas könnte ich ja zum Beispiel mal demonstrieren. Fangen wir einfach mal an. Also es muss nicht jedes Herz rot sein. Ja, ich habe jetzt schon mal rot hier drauf. Um das Ganze so ein bisschen zu gestalten, schwarz ist eigentlich ist ja keine Farbe, aber so ein ganz kleines bisschen, um Struktur da reinzubekommen, kann man nehmen. So, und da viele Kinder ja keine große Erfahrung haben, kann man das am besten so ein bisschen vorzeichnen. Ich mache das nicht, ich gehe also mit der Farbe sofort und male. Aber ich zeichne jetzt mal ein Herz vor. Das ist für die Kinder dann einfacher, wenn sie schon mal die Form vorgegeben haben. Das muss gar nicht perfekt zu sein oder so. Ja, man kann dann das ja mit dem Pinsel ausgleichen. Also so macht man einfach hier so ein bisschen dunkel. Ja, und zwar damit das auch wirklich dann Volumen bekommt. Ne? Dass das also wirklich so ein bisschen plastisch aussieht. Ne? Und dann zieht man das einfach so ein bisschen rum. Das ist ja schön, wenn das schon vorgezeichnet ist. Da ist mir schon zu viel Schwarz mit rein, aber das kann man dann später wieder ausgleichen. Und dann, wenn man dann so ein bisschen nicht nur ausmalt, sondern so Bögen zieht, dann bekommt das Ganze am Ende dann auch ein schönes Volumen. Dann sieht das so ein bisschen lebhafter aus. So, dann kann man dem Ganzen ja auch noch eine Umgebung geben. Da sucht man sich noch eine Farbe aus, beispielsweise ja, so ein Himmelblau könnte man ja nehmen. Ne? Kann ja auch ohne weiteres so ein Herz mal im Himmel schweben. Und dazu sollte man auch noch ein bisschen Weiß nehmen. Zu dem Blau, dann kann man das mischen. Erstmal so ein bisschen auftreiben. Man könnte natürlich auch den Hintergrund zuerst machen und dann das Herz dann da drauf malen. Ja, das ist für viele Kinder gerade einfacher. Ne? Wenn die dann nicht hier so genau an dem Herz lang malen müssen. Aber das muss auch nicht alles so hundertprozentig sein. Ne? Wenn das ein bisschen verspielt ist, dann hat das auch nochmal einen ganz anderen Effekt. Aber das bleibt ja jedem überlassen, ne, wie er die Fantasie spielen lässt.
Wichtig ist, wenn man mit Acryl arbeitet, Schutz, ne, weil das geht aus der Kleidung nicht mehr raus. Picasso hat so sinngemäß mal gesagt, er konnte sofort malen, aber so er war perfekt, mehr oder weniger, aber so malen wie ein Kind, dafür hat er ein ganzes Leben gebraucht. So, könnte man ja jetzt erstmal so ein kleines Bildchen haben. Spitze. Herzlichen Dank.